Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crash Bandicoot. Ja, wie ihr seht, sind da jetzt so 1, 2, 3, 4, 5, 5 Level safe noch vor uns, bevor es nach oben geht. Wir begeben uns jetzt aber in Toxic Waste rein und hoffen, dass wir das in einem Zug vielleicht sogar durchkriegen. Dann können wir nämlich die ganzen blauen Dinger machen. Da haben wir zwei. Oh Gott, das wird ja schon jetzt witzig. Okay, für das Level muss ich mir Zeit lassen. Oh, das gefällt mir natürlich. Oh, aber nicht runterfallen. Theoretisch sollte es nicht so schwer sein, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Zack. Wenn es immer nur das ist, dann wird es einfach. Wie viele Kisten haben wir denn? Nur 39? Okay. Falle ich in dieses Scheißloch rein. Boah, und ich sag, das wird total einfach. Aber eigentlich ist es total einfach. Gucken, wenn es jetzt wirklich nur an diesem Loch lag, dann sollte es eigentlich einfach werden. Hab Glück gehabt, dass das nicht zu früh war. Okay, ich sehe die auf. Jetzt sehe ich, dass ich das da. Markierungen sind. Oh Gott, aber nicht bei der. Nein, nicht ins Loch. Oh Gott. Konzentration, Dennis. So schwer ist das eigentlich nicht. Siehst du? Scheiß drauf! Gucken, normalerweise ist es nicht schwer. Okay, das hat schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Aber ich denke mal, ich werde das danach nochmal probieren, aber dann mit Ruhe und Gelassenheit. Jawohl. Zack, das hätten wir. Ja, weil das war's jetzt schon. Das waren die Kisten. Das war's. Okay, ja, ich mach das nochmal. Das mach ich safe nochmal. Pinstripe Potoroo. Okay, aber wir machen das safe nochmal.
Safe nochmal. Das ist so einfach eigentlich. Zack. Got it. Perfekt. Oder war das orange, was ich da gefunden habe? Fällt mir mal gerade so auf. War das vielleicht orange? Das könnte orange sein. Orange, gelb, ich weiß es nicht. Aber wir haben blau und wir gehen jetzt rüber nach Rolling Stones. Weil da können wir ein Level vervollständigen in Rolling Stones. Und dann Cortex Power können wir auch noch blau machen. So, hier ist nichts. Dann Schwirbel. Danke. Machst du mir mal den Weg frei hier. Zack. Das brauchen wir nicht. Wir müssen aber aufpassen. Hier gibt es die Extra-Dinger. Da ist einer. Da war der andere. Okay, ich hab ihn. Ich muss ja nicht hier mit null Fels durchrennen. Hurtuga! Oh, Glück gehabt. Das war nicht so clever. Woohoo! Auch wenn wir keine mehr sammeln können, die gönne ich mir. So, damit hätten wir sie. Das sind 21 Kisten. Und zurück für das Leben. Zack, da war die 21 Kisten. Da vorne ist Le Bleu. Runter geht's. Danke. Ach, das war's. Nur die Kisten. Und dann geht's mit Le Bleu wieder hoch. Ah, okay. Dokili! Fehlen uns noch 21 Kisten. Da sind 17. Nein! Mal weghüpfen.
Zack. 17 Kistchen. Wie viele fehlen? 4. Und da ist er. Besser mehr Edelsteine als gar keine. Jawohl, wir haben schon 13 Edelsteine gesammelt. Perfekto. So, das heißt, uns fehlt nur noch Native Fortress und The Grand Gate. Das hätten wir. Und jetzt gehen wir noch nach Cortex Power rein. Ich frage mich, wie er über die Inseln kommt. Cortex Power. Erst links, dann rechts und dann nochmal rechts. Nee, links konnten wir nochmal durchgehen. Erst machen wir rechts, rechts, links. Ja, ich weiß schon, wie ich das mache. Jawohl. Wir kommen zu Besuch, Cortex. Verpisst euch. So, erst gehen wir rechts. Das war der einfachste Weg zurück. Jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal neu machen. Wobei, ich brauche ja den Weg da nicht unbedingt gehen. Weil das ist ja nur diese eine Kiste, die ich da hole. Zack. Puh, knapp. Okay, von hier kam. Oh, verdammt. Nein! Weil ich würde gern eben einmal zurück. Und das einmal.
würde ich so machen. So, hopp, ab aufs Bleu de la Vue. Hm, jawohl, jawohl, jawohl. Okay. Die Kisten hat's zerstört. Nein, da sind ja noch Kisten. Da sind noch Kisten, die der Dennis braucht. Hüp, hüp. Oh Gott, ich laufe gerade. Das waren die einzigen Kisten. Muss ja hier lang. So muss ich. So, jetzt fehlen noch 14 Kisten. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Da ist er. Zackeri, dackeri, wackeri, kackeri. Perfekto! Genau, kotz ihn aus! Crash! Tadaba! 62% abgeschlossen, genauso wie ich es wollte. Damit haben wir auch Cortex Power Fini. Das heißt, das nächste Mal geht es weiter nach Pinstripe Potteroo. Das wird dann wohl wahrscheinlich auch ein Gegner sein. So, dann gucken wir mal, wo ist das wenigste. Upstream haben wir gemacht. Sunset Fiesta wird jetzt überspeichert. Und dann würde ich sagen, danke ich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und zwar morgen. Lasst einen Daumen da und dann würde ich sagen, haut da rein und ciao, ciao!